Brauchen wir heute noch Religionen oder sogar gerade mehr denn je? Warum glauben wir Menschen überhaupt an höhere Mächte? Ich bin Steffen König. Ich suche Sinn und Zweck von Religionen. Ist es für mich besser, an nichts zu glauben? Oder gibt es eine Religion, die zu mir passt? Heute suche ich die Liebe. Wie mischen sich Religionen bei der Partnerwahl und beim Sex ein? Was geht und wo hört der Spaß auf? Man muss halt Jungfrau in die Ehe gehen, weil er muss mein erster Mann sein. Dann wäre ja Gott ein ganz komischer Kauz, wenn er sagen würde, ich habe euch die Sexualität geschenkt mit allem drum und dran, wie sie Spaß macht, aber ich verbiete es euch jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt was Existenzielles verpasst, im Gegenteil. Und warum gibt es so viel Hass und Gewalt in unserer Welt, wenn doch alle immer die Liebe predigen? Wäre es so, dass jeder sexuell befriedigt wäre auf einem relativ hohen Level, dann gäbe es meines Erachtens keine derartigen kriegerischen Auseinandersetzungen. Wer liebt besser? Der, der an die Regeln der Religion glaubt, oder der, der nichts glaubt? Und was glaubt Deutschland?